Party People, herzlich willkommen hier im Kanton Schweiz bei den Suited Connectors, wo wir auch heute wieder die Action vom 13. Spieltag für euch haben. Ein Wettbewerb am Ende vom Spieltag und hier ist schon die Action, die voll im Gang ist. Wir fragen kurz, alles okay bei dir, läuft's? Super Sache, laufen tut's nicht, aber ist geil. Laufen tut's nicht, aber es ist geil, genau so soll es sein. Darum steigen wir jetzt in die Action. All the best, all for you, all in. Let's go! Heute haben wir für euch ein richtig herz Payback. Set over set und ciao zusammen. Ein Vierling, den du nicht siehst, kommen. Klassiker gewesen. Klassiker gewesen. Und der schönste Schnauz der Liga. Ein bisschen zwirbeln. Da stehen wir jetzt also mit den Tagessieger der Liga B. Sie teilen sich das Friday Night und Move Winterthur. Du hast heute einige Mal 7-5 gespielt. Was hat die Hand heute für dich ausgemacht? Also die Hand hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben, habe die erfolgreich durchgebracht. Und dann habe ich einfach daran geglaubt und die können sehr viel dazu verwenden, Spieler zu eliminieren. Einer explizit von Full Ring, wir kennen ihn gut, der Dominik. Was hat er gehabt und was hast du nachher mit ihm gemacht? Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, was er gehabt hat, aber er hat ziemlich eine gute Hand gehabt. Soll dir helfen? Oh, es war, glaube ich, der Flash. Es war der Nutzflash für den Dominik, so fair müssen wir sein. Dann im River hat er eskaliert und dann habe ich gefunden, komm, jetzt Dominik, jetzt ist die Zeit gekommen, zum Heim gehen. Du hast, glaube ich, nur einfach einen oben draufgelegt. Was ist da gelaufen? Ja, das war eine elementar wichtige Hand. Also, da hatte ich 6-8 oft. Er war gegen dich, gell? Ja. Yeah. Die Hand war gegen dich. Dann switchen wir doch ganz kurz über zu Friday Night. Sag mal kurz, wie hast du deine Hand wahrgenommen? Das war super gemein. Ich meine, der Flop ist Check 8-6. Turn kommt nochmal ein 8er und River kommt nochmal ein 8er. Das heisst, es liegen 3 8er auf dem Board. Ich habe Jack King eigentlich top full, wenn man so will, wenn er nicht gerade Queens, Aces oder Kings oder sowas hat. Oder ein 8er. Oder halt eben ein 8er. Bist du in Position gewesen oder ich? Ich glaube, sie haben einen Check-Race gemacht. Ich habe den noch gecheckt. Du hast Position gehabt. Also ich habe gespielt River, du hast gespielt mehr all in. Klassiker gewesen. Mirko, wie war für dich heute das Turnier? Es war ein harter Fight. Ich musste sehr viel Geduld haben. Ich hatte jetzt keine Monsterhand, Starthand. Ich konnte aber gute Situationen ausnutzen und habe mich so eigentlich von hinten eigentlich schön aufkämpfen und konnte dann alle noch überholen mit dem ersten Platz. Ja. Heute war es erstmal, dass wir beide gut stark waren, mit Roman den ersten Platz gemacht. Tisch dominiert und ich musste noch sehr stark schwitzen. Im Endgame konnte ich dann noch den dritten Platz retten und das hat uns dann unseren gemeinsamen Tagessieg heute gebracht und darüber sind wir auch beide sehr froh. Der Tagessieg von den 450 Schweizer Franken, präsentiert von Narval. Decentralized Finance Done Right. Mirko, dem Schnauz, dem Roman und dem Erik, sie teilen sich brüderlich und auch namentlich. Mit dem Namen Friday Move, der 13. Spieltag von der Swiss Casinos Poker League. Herzliche Gratulation! Die Saison hat aber noch ein paar Spieltage und deswegen sind wir jetzt noch fest überzeugt, dass wir noch gut aufhören können. Kommt ein bisschen näher, kommt ein bisschen näher. Jetzt verrat uns bitte dein Geheimnis. Nicht von deinem Spitznamen Schnauz, der ist klar, von wo das der kommt. Wie viel Zeit und wie viel Muse gibst du in deinen Schnauz? Wie gross ist die Passion und die Leidenschaft da drin? Ja, mittlerweile viel. Also, jetzt ist es schon ein paar Monate am Wachsen lassen. Im Auto so, ist die ganze Zeit am Rrrr. Ja, ein bisschen zwirbeln. Mit den Suited Connectors haben wir schon ein bisschen Fasnacht. Freddy, wie läuft's? Ja, ganz schlecht. Bin jetzt gerade rausgefallen. Oh nein! Mal, aber ja noch. Hat Spass gemacht. Und schließlich ist jetzt noch Fasnacht. Und jetzt können wir noch ein bisschen ausgehen. Schließlich hier die Hochburg Schweiz. Eine Hochburg von der Fasnacht. Und der Platz ist eigentlich das Hauptsüsche von der Schweizer Nüssler. Und da habe ich gedacht, wirklich sehr heute da. Freddy, du bist grossartig. Ich wünsche dir ganz viel Spass in der Fasnacht. Und viel mehr Glück nächstes Mal, gell? Danke vielmals. Also ihr seht, in der Liga A ist die Action noch im Gang. Die einen sind schon rausgefallen, die anderen die kämpfen um den Tagessieg und um wichtige Punkte für die Rangliste. Was da abgegangen ist, das sehen wir jetzt. Der Serge, der hinter uns spielen ist, hat dir etwas voraus. Er hat heute, glaube ich, ein bisschen Payback bekommen. Sag uns ein bisschen mehr dazu. Ein mehr als Payback ist gut. Ich habe ihn aufdoppelt in der ersten Hand und ich war schon seit oben gewesen, in der allerersten Hand. Wie ist die Hand gelaufen? Es kommt ein Ass 8-5 Rainbow Board. Ich habe Set 5er, ich mache ein Bet, ein Cold und 6 auf dem Turn. Läuft dann Set over Set. Und ich bette nochmal weiter und er macht einen Missklick. Geht fast all in und ich denke mir, fuck, wir sind noch erst am Anfang des Turniers und ich sollte es eigentlich fold, aber irgendwie habe ich dort Cold und Set over Set und ciao zusammen. Wir gratulieren HSOP zum Tagessieg in der 13. Runde. In der 14. Folge ist das. So wie es soll sein und so wie man sich wünscht, oder? Tipptopp, perfekt. Perfekt aufgegangen nachher. Es war sicher ein lässiger Tag gewesen. Als Tagessieger
kann man das immer sagen. Ich meine ganz ehrlich, ich nehme euch als bodenständige Typen wahr, wo man mal auf den Tisch klopft und sagt, was läuft. Was ist da für eine Ansage oder für eine Ansprache in der Halbzeit von dir? Ja, wenn er weiterhin noch mitspielen will, dann muss er liefern. Nein, Spässli. Die, die SPSA immer mitverfolgen, die wissen, in der Liga angefangen hat es nicht so gut. Die ersten 1-2 Spieltage. Jetzt haben wir den vierten Tagessieg. Wir haben auch schon mal einen Nuller eingefahren. Ich weiß noch, ich wollte hier interviewen. Verstehst du, dass du nicht hast wollen? Hey, wie ist die Saison? Also Achterbahnfahrt im Europapark auf der Silverstar, ist ja Kindergeburtstag gegen euch. Ja, es war ganz extrem bis jetzt gewesen, aber ich glaube, jetzt sind wir auch gut aufgestellt und jetzt gehen wir richtig eins wieder rauf. Didi, was hat sich denn geändert? Kannst du das ein bisschen sagen oder kannst du das für uns ein bisschen transparent machen? Was ist passiert bei HSOP? Ich habe ein bisschen auf den Tisch geklopft. Ja, wir hatten schon ziemlich intensive Gespräche gehabt. Das letzte Jahr haben wir auf Platz 1 abgeschlossen. Und dann haben wir gerade einen Nuller, zwei Punkte abgeholt und sind wirklich etwa 6 Plätze zurückgekehrt. Und da habe ich schon auch, also ich bin nicht der Einzige bei uns, der wirklich ein bisschen auf den Tisch klopft. Und jetzt sehen wir mal, wie es weiterläuft. Ja. Ich hoffe, es kommt gut. Ich sage immer so, Walter, Fehler dürfen wir machen, wenn man daraus lehrt, weil die Fehler von der Vergangenheit sind helfen für die Zukunft. Definitiv so. Das ist allgemein beim Pokerspiel, sage ich, ein wichtiger Faktor, dass man probiert, das mitzunehmen, was einem Fürsche bringt und das, was einem stehen lässt, hinten auch stehen lässt. Einfach stehen lässt. Und stehen lässt tun wir das Siegerinterview hier bei dem vierten Tagessieg von HSOP mit einer Kampfansage vom Yves an die gesamte Liga an. Wir werden Nummer 1. Grossartig, absolut. 13 als Glückszahl für einisch. HSOP, wir gratulieren zum vierten Tagessieg. 900 Schweizer Franken werden präsentiert von Academic Gateway an die eidgenössische Matur in nur einem Jahr. Also go for it und auch HSOP. Wir gratulieren herzlich und jetzt noch einmal richtig feiern. Oh, hey! Das war es, der dritte Spieltag vom Mythenforum hier im Kanton Schweiz. Wir sagen grossen Dank für die Gastfreundschaft des Shooter Connectors und ein riesengroßes Danke auch an Gentleman's Poker Club in Bern. Für das geile Ticket hier, das ihr jetzt da gerade einblenden seht, das verdanken wir nämlich Ihnen. Und wenn du das Ticket haben willst, dann musst du einfach ein paar Sachen machen. Zuerst mal den Kanal hier abonnieren, dann einen kreativen Kommentar hinterlassen und dann wünsche ich dir schon ganz, ganz viel Glück und sehen wir uns vielleicht schon gleich beim Gentleman's Poker Club in Bern. Wir sehen uns garantiert auch nächste Woche wieder und dann heisst Behind the Table. Dann schauen wir ein bisschen genauer hier aufs Mythenforum und auf Poker Academy. Feel free, schön, dass ihr dabei und bis ganz, ganz gleich.